Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Eine kurze Zusammenfassung, nur kurz die Highlights des Huawei-Events in Berlin. Hier gefilmt vom Daniel von techexplorer.de. Der hat mir das alles mit zur Verfügung gestellt. Hier sehen wir gerade das Huawei Nova 8i Smartphone, welches dann Huawei vorgestellt hat. Das ist ein Mittelklasse-Gerät. Hier die neue Huawei GT3, Smartwatch GT3. Mit GPS, mit einer drehbaren Krone und wie wir sehen, mit einem hervorragenden Display-Body-Verhältnis, hier in verschiedenen Farben wie immer, und macht soweit einen ganz guten Eindruck. Ist natürlich hier wieder vor allem auf Fitness ausgelegt, wo wir alle möglichen Daten halt erfassen können, wie ihr Blutsauerstoffwert, und wir sind schon beim nächsten. Das ist die Mini, also die Watch Fit Mini. Das ist eine abgespeckte Version. Hat auch eine etwas andere Displayform, wie wir sehen, die ist eckig, während die hier nochmal gezeigte Watch GT3, die setzt auf das klassische runde Design und lehnt sich auch eher eine klassische Uhr an. Wir sehen da ein goldenes Armband, geht immer gar nicht klar. Ja, hier ne, das Foldable, das Mate X2 von Huawei, das sehen wir hier noch mit Android 10. Keine Ahnung, warum das jetzt in dem Fall hier Android 10 noch ist. Und ja, sieht ziemlich modern aus. Display-Body-Verhältnis hier von den Innendisplay ist auch schon recht beeindruckend, aber jetzt mal zugeklappt und da sehen wir das Außendisplay, finde ich, ist hier ein echtes Highlight. Schaut mal, das Display-Body-Verhältnis aus dem, auch von den Abmaßen her, mal wesentlich attraktiver. Gespannt bin ich hier natürlich vor allem auf die Preisgestaltung, weil die wenigsten werden das wissen, manche erinnern sich noch, aber das Foldable von Huawei war sehr teuer. Ja, noch ein paar andere Produkte. Huawei ist sehr breit aufgestellt, Notebooks, Displays natürlich auch mit am Start. Da sehen wir ein Tablet, noch ein anderes Notebook, alles noch flankiert von Smartwatches, und hier noch ein Tablet mit Tastatur. Also Huawei ist hier auf jeden Fall immer noch ganz stark präsent. Ah, hier sehen wir nochmal das Mate, und na, sieht schon nicht schlecht aus. Das ist mal wieder so rein vom technologischen Stand her natürlich ein absolutes Leckerbissen, aber so rein optisch und auch von den technischen Daten her ist nicht der große Sprung. Wie gesagt, gespannt bin ich hier vor allem auf die Preisgestaltung, ob Huawei hier ein Foldable damit wirklich mal attraktiver macht, weil bisher kann man sich ja einfach ein Telefon und ein Tablet kaufen und ist da wesentlich günstiger dran. Alles in allem zeigt Huawei auf jeden Fall, dass sie noch längst nicht tot sind, und wir sind gespannt, wie es weitergeht.